In den bisherigen Folgen haben wir entweder Level von mir gespielt in den DS Chaos am Mario Bros. Oder wir haben jetzt hier bei Super Mario Maker Mission Level gespielt. Doch heute will ich mal Folgendes machen. Ich möchte einfach mal wieder ein Level bauen. Das hatten wir bislang nicht mehr gehabt in der Staffel, meine ich zumindest. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von New Super Mario Maker Staffel 2. Heute sind wir beim Level 2-1 und ja, ihr seht ja noch hier dieses schöne Standard-Level, doch das werden wir ganz schnell umbauen in ein Level für den Hack Chaos am Mario Bros. Und damit es auch nicht zu langweilig wird, habe ich auch vor, dieses Mal das ganze Bauen etwas mehr für euch zu schneiden, zu kürzen, sodass ihr nur das Wichtigste seht, auch nur das Wichtigste hört und nicht irgendwelche langweiligen Pausen habt, wo einfach nichts passiert. Ich meine, das würde sich auch keiner geben, oder? Oder? Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Für den Anfang habe ich mir etwas mit einer Palme ausgedacht. So, machen wir es mal den Weg hier schön lang. Oh mein Gott. Und der hat noch falsch gesetzt. Alter, bin ich unprofessionell as fuck. Und wir haben immer noch kein Register, genau, Raster. Ach, ich sag immer wieder falsche Wörter. Geil. Eine Palme soll natürlich nicht fehlen, weil das soll, ja genau, wir machen so irgendeine Palme, eine dumme Konstruktion hinbauen. Ja, dumme Konstruktion. Dat Deutsch. Really perfect. Als nächstes habe ich mir eine ganz coole Idee ausgedacht. Und zwar soll der Spieler, wenn er jetzt hier anfängt, dieses Level zu betreten oder loszulegen, soll er ganz schnell versuchen, hier Sprungkünste hinzulegen, damit er hier zur nächsten Position kommt. Und jeder, der das Level betritt und den ersten Sprung macht, wird auf jeden Fall eine schöne, ja, Begrüßung bekommen vom Bowser. Freundlich unterstützt von Cosplay 95 hier, der das Ganze auch noch schön finanziert hat. Okay, geiler Spaß. Ich würde sagen, setzen wir ein paar Goombas hin. Einfach, weil wir ein paar Goombas töten wollen. Ich weiß, ich bin sowas von der Goomba-Killer. Und ja, den habe ich so schön in die Ebene reingesetzt. Das mache ich natürlich gerne jeden Tag. Ich habe bei Mesh aber gar keine Coins gesetzt. Ja, soll ich mal ganz schnell nachholen. Ja, sieht doch geil aus. Einfach mal hier Goombas fisten und gleich noch Münzen kassieren. So sollte doch jedes Level beginnen, nicht wahr? Warum nicht doch gleich noch One-Up-Pits verstecken? Kann man auch noch machen. Ich meine, wer kommt auf die ganz dumme Idee, da drauf zu springen und da einfach mal sein Leben zu holen? Ich meine, das wird doch keiner machen. Außer sehen natürlich das Video, was natürlich sehr scheiße wäre, aber who cares? Jetzt werde ich mal so assi wie ich bin, mal eine richtig krasse Idee einfach mal aus unserem Bros. Wie einfach mal klauen. Ganz einfach, weil ich es kann und so. Jeder Wette, dass mich Nintendo dafür anzeigen wird, sobald die sehen, oh shit, der Chaos hier, der hat einfach mal, ach keine Ahnung, einfach mal so einen Teil des Levels nachgebaut. Und der chippt da einfach mal die Gegend komplett herum. Meine Güte, was hat der für eine beschissene Qualität? Ja, wie kann ich nur? Wie kann ich nur wagen, beschissene Level zu bauen? Ich meine, hallo, die müssen alle hier Nintendo-Qualitätsstandard besitzen. Und nicht den Dummheitsstandard. Oh, das ist gemein, einfach mal so hier Treibstand reinzusetzen, in der Hoffnung, dass der Spieler denkt, oh shit, das ist eine Falle. Oh, Moment mal. Woher kenne ich wohl diese Idee? Hm, ich weiß es ja nicht. Ja, so sieht doch die Bahn eigentlich schon mal relativ gut aus. Aber nur etwas. Wer weiß, ob das wirklich so funktioniert, was ich mir hier vorstelle. Also ganz gesund sieht das nun auch wieder nicht aus. Aber das ist nur meine Meinung. Also für das Level-Design hier, was ich bislang gemacht habe, da muss man das auf jeden Fall anstellen. Ich meine, hallo, sowas Gutes, das könnte keiner andere nachbauen. Und mein Deutsch war scheiße. Wenn schon, denn schon, dann solltest du schon gefährlich sein. Und ich meine, vier Koopas, also bitte euch, das wird doch ein normaler Spieler irgendwie überleben, ohne zu sterben. Das kann man schon überleben, man muss nur, naja, Skill haben, aber obwohl, Moment mal, Skill. Ach, keine Ahnung. Ich interpretiere mal wieder zu viel hinein oder alles. Ich weiß auch nicht. Machen wir eine Belohnung hier rein, wenn man das geschafft hat? Ja, das denke ich mal, wäre eine ganz coole Idee. Ich meine, da freuen sich auch die Spieler mal, da bist du wenigstens, aha, wir haben nicht umsonst uns hier reingequält und alles. Nein, wir werden auch noch belohnt. Ja, hier werden wir auf jeden Fall die Starcoin verstecken. Das ist Starcoin Nummer 2. Das ist natürlich gar perfekt. Genau, und jetzt die Konstruktion nochmal runter. Denn ich habe nämlich jetzt eine ganz coole Idee nämlich überlegt. Und zwar will ich jetzt hier Treibstand setzen. Und den Spieler dazu ermutigen, dahin zu gehen. Nur die Frage, ob das Spiel so dumm ist und drauf reinfällt. Mal abseits davon. Aber das werde ich schon rausfinden. Jetzt baue ich mir mal so eine Art kleinen Pfad, wo man langlaufen kann. Nur ich muss ja irgendwas jetzt noch machen, damit das hier von unten auch irgendwo funktioniert. Aber da habe ich auch schon so eine ganz kleine Idee. Da bauen wir auch so einen Pfad hin. Nein, ich möchte keinen Sand als Block. Das wird garantiert nicht funktionieren.
Weil ich glaube kaum, dass auf einem Sand irgendwelche Gegner stehen wollen. Oh Mann, das ist jetzt echt gemein. 6 Goombas. Wie will man das überleben? Ach, keine Ahnung. Ist ja nicht meine Aufgabe, das herauszufinden. Das müssen die Spieler selber dann herausfinden. Nur weil ich mal nett bin, werde ich denen noch ein Item hinterlassen, aber nur weil ich nett bin, nicht wahr? Okay, jetzt bin ich wirklich gemein zu den Spielern. Ich meine, hier ein One-Up zu verstecken. Und dann noch hier mit hier Warjumps zu arbeiten. Oh mein Gott, wie kann man auf so eine ganz bescheuerte Idee kommen? Ich weiß nicht, aber ich mach's trotzdem, weil ich es kann und so. Weil ich liebe Spieler zu quälen, merkt's euch. Ich würde sagen, ich setze erstmal hier dreimal diesen sogenannten Kamerablock. Mit dem kann ich sagen, in den Bereich erstmal eindringen. Aber damit, dass ihr brechen kann, glaube ich mal weniger, aber ich denke mal, es wird jetzt nicht passieren, dass irgendwer versucht hier das Level zu breaken, um da rauszukommen. Wäre zwar lustig, aber ich glaube, das bringt denen eh nichts. Am Ende, ja, kommen sie ins Nichts, sag ich mal so. Berg hat auch, ich habe auch keine Mütze durchgesetzt. Das müssen wir eigentlich auch mal langsam mal hier tun oder so. Jener paar Münzen, einfach weil wir geil sind. Geld! Oh, das ist natürlich auch geiler, dann kommt ihr das Recht auf die dumme Idee, da reinzugehen. Na gut, das sehen wir auf jeden Fall mit rüber, die Konstruktion. Da können wir nämlich das dann gleich schön einbinden. Sprache ich mal einfach mal das Ganze umbauen. Yeah! Mal richtig schön abgekürzt, so muss es sein. Wisst ihr, ich habe gerade eine ganz gehässige Idee, sag ich mal so. Ja, so kann man es bestimmt auf jeden Fall nennen. Und zwar werde ich jetzt einfach mal Sand hier unten setzen. Ja, erstmal relativ normal, ich meine Sand. Das Letzte, was du eigentlich als Spieler machen kannst. Das aber kommt ja erst noch. Und zwar baue ich jetzt hier eine Art kleine, naja, Mini-Falle, würde ich jetzt mal behaupten. Und zwar baue ich also eine Art kleine Mini-Plattform. Und wenn der Spieler abstürzt, denkt, dass ich so, ich kann mich doch durch den Sand retten, oder? Naja, der Trugschluss kommt noch viel eher, wenn er dann feststellen darf, dass das gar nicht erst möglich ist, weil das Level so vorgesehen ist, dass du es gar nicht kannst. Du sollst dich gar nicht erst retten können, sondern stirbst. Okay, das ist wirklich das Gemeinste, was ich machen kann, so eine Todesfalle aufzubauen, aber was denn, ich will den Spieler ärgern, das ist mir doch mein gutes Recht, da solche gemeinen Monsterfallen aufzustellen. Was ich jetzt mache, ist auch wieder eine ganz böse Geschichte. 4 Blöcke. Ja, noch alles ganz normal. Aber jetzt verstecke ich dann noch drüber das hier. Ja, das. Oder nee, das sieht besser aus. Ich werde noch eine versteckte Falle drunter setzen. Ich mache hier die Blöcke. Ich würde davon ausgehen, dass sie da sind. Knallt dagegen. Kommt vielleicht hoffentlich nach oben. In der Hoffnung, dass er es tun könnte. Wisst ihr, ich habe es angeguckt und überlegt so, nee, warte mal, Mann, das sieht doch so Schrott aus. Ich kann da was viel Epischeres bauen. Ja, das sieht definitiv ein Stück besser aus. Und ich habe da noch eine schöne Blockade mit oben drauf, dass man nicht einfach so abhauen kann. Und mit Sturm V einfach dahin zu setzen, auf dieselbe Position. Und der Spieler wird schnell verstellen. Es gibt wenig keine Rettung. Beziehungsweise, es ist nie geplant gewesen, ihn irgendwie zu schützen, sondern ihr sollt schönes Gras beißen. Okay, eine kleine Abwehrung werde ich noch da lassen. Aber nur weil ich so nett bin, ne? Nicht weil ich es geil finde oder so. Nein, überhaupt nicht. Dann haben wir auch das schon mal fertig und haben, sagen, den ersten Teil dieses Levels abgeschlossen, würde ich mal sagen. Ja, hat schon ein bisschen gedauert, nicht wahr? Aber, naja, es war auch klar. Sowas geht halt nicht einfach so von heute auf morgen. Mit dem Ende habe ich schon so eine ganz coole Idee, was ich machen werde. Und zwar werde ich eine Art Brücke im Sinne aus Münzen machen. Geld! Das reicht jetzt zwar mit dieser Geldeinspielung. Ja, okay. Nein, ich sage, Peach Yellow ist besser. Damit kann man noch eine schöne Kulisse bauen. Dann holen wir mal den P-Switch schon mal runter und bereiten die große Münzbrücke vor. Damit haben wir schon mal eine schöne Kulisse. Jetzt machen wir noch einen schönen Run vorbereiten. Und auch im Weg, damit denke ich, der schnell genug ist, auch noch die Coins nutzen kann für irgendwas. Wow, passt sogar ganz perfekt in den Rahmen. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ah gut. Wenn es halt so ist, dann ist es halt so. Aber das ist doch trotzdem nicht schlecht. Und damit haben wir auch schon das Ende in dem Sinne hier für Level 2.1 fertig. Das heißt, jetzt haben wir nur noch das eine Ding mit der Starcoin 1. Mal schauen, was ich mir da jetzt so einfallen lasse. So, da schieben wir kurz jetzt mal zur Seite die ganzen Pipes, damit ich erstmal die Ausgänge irgendwo habe. Jetzt müssen wir uns was fürs Level einfallen lassen. Mir fällt gerade eine richtig bescheuerte Idee aus Rogue Legacy ein. Und glaubt mir Leute, die setze ich jetzt ganz genau um. Ist auch sehr interessant, das heißt wir brauchen dafür erstmal eine Röhre, wo wir erstmal rauskommen. Das ist natürlich erstmal klar. Ohne Röhre läuft hier nichts.
Und jetzt beginnt meine epische Idee. Jetzt muss ich mir ganz genau was überlegen. Wir machen jetzt mehrere Sprungöffnungen. Der Spieler nämlich gerade da einfach reinzuppen und muss dann bis zu Starcoin kommen. Wenn er das schafft, hat er verloren. Ist das schöne Idee aus Rocket League gesehen? Ich will so jetzt einfach mal abkupfern. Das habe ich erstmal so gemacht, damit ich erstmal überhaupt eine Möglichkeit habe hier. Das heißt, hier würde ich Schluss machen und bis dahin noch die Blöcke ziehen. Okay. Ich habe schon mal das Ende gefunden hier, was ich machen werde. Und hier mal auf jeden Fall einen Weg, der komplett nach oben führt. Also sozusagen ein Fail, würde ich jetzt mal fast behaupten. Damit haben wir schon mal das fertig. Ich gehe von aus, er wird jetzt da die Starcoins sehen. Wisst ihr, was ich mache? Ich mache eine ganz gemeine Sache jetzt einbauen. Zweimal das hier. Ey, ich habe gesagt, zweimal das hier. Oh Gott. Für die Trostgewinner baue ich einfach mal zwei Leben ein. Das ist auf jeden Fall das Mindeste. So, jetzt auf jeden Fall die Falle endgültig fertig. Wenn die denken, oh, Starcoin, welcher Weg führt dahin? Dann werden sie vermutlich den zuerst nehmen, weil sie davon ausgehen, dass man da hinkommt. Ich habe falsch gedacht und man muss da rumgehen. So, eine gemeine Falle von mir und das baue ich auch noch ein. Also, bitte, ich muss ein echtes Arschloch sein. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Jetzt fehlt noch eine Röhre, die nach draußen führt. Die würde ich hier reinsetzen. Jetzt müssen wir noch den Warp entsprechend programmieren. Wir müssen in Destination Area 3 mit Entrance 3. Nun geht es auch schnell, den Exit hier zu programmieren. Pipe Facing Up, Entrance 3, genau. 1, Exit und 3. Ja, damit dürfte es jetzt eigentlich passen mit Wavy Transition. Na, ihr müsst vielleicht das Level jetzt vollständig haben. Und da ich so fertig habe, würde ich sagen, ja. Testen wir es einfach mal aus, ob es alles auch wirklich so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Zurück im Spiel, schauen wir uns jetzt mal das Level an. Und ja, ich habe noch ein paar kleine Korrekturen mit vorgenommen, weil mir einige Sachen aufgefallen sind, wie beispielsweise mit der View oder bei der Brücke. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, aber nichts Dramatisches. Aber seht ihr eh klar, wenn wir gleich drin sind. Ein gewisser Hinweis ist nämlich aufgefallen, dass man eigentlich hier bei Super Bros. DS nicht auf Palmen gehen kann. Ach komm, übertreib's mal hardcore hier. Guck mal, ich bin diesen Mario. Und bin am Arsch, ne? Oh mein Gott. Ich habe ein Problem. Ich bin groß. Ja, das kann man auch nochmal machen. Einfach mal so runterkommen und jetzt einfach da durchgehen. Ja, das lief doch nicht schlecht. Nur mit der Kamera, aber... Na gut, ich und Kamera... Obwohl, mir fällt ein, man könnte doch eigentlich den Treibstein noch ein Stück weiter tiefer machen. Was meint ihr? Schreibt's mal in die Kommentare. Ihr müsst eigentlich fast unten sein. Ihr seht ja, wie Mario so schön dahin gleitet. Ja, und da fliegt das Smartphone. Das ist ja noch perfekter, ne? Und ja, ich habe eine kleine Korrektur hier vorgenommen. Eigentlich müsste er hier auf dem Touchscreen hier dargestellt werden. Nur, damit es mit meinem Layout passt, habe ich jetzt gesagt, nö. Ich stelle das mal hier auf dem Topscreen mal da. Aber in der richtigen Version ist es dann alles über den Touchscreen. Also, wer das aufnimmt, sollte es am besten ein bisschen beachten. Ich mache da keine Sonderanpassung. Und ja, das meine ich auch so ernst. Und das sind unsere beiden Leben, die wir niemals kriegen werden. Und ich merke gerade echt, wir haben immer noch hier unseren geilen Megapilz. Und ich glaube, ich weiß auch, warum der gefiebt hat, gerade mein Smartphone, weil. Naja, wir haben es jetzt gerade 13 Uhr und ja, 13 Uhr ist immer die Zeit, wo jetzt hier ins World Online weit gestiegen die nächsten AP vergeben werden. Die ich auch noch annehmen muss. Ja, ich habe da letztens gescoutet und hab's verkackt, leider. Ich wollte Eldos haben unbedingt und hab's den gekriegt. Und jetzt stirbt. Stirbt. Alle Macht im Chaos hier, ne? Und übrigens, ich habe ja auch noch eine kleine Änderung vorgenommen. Moment, seht ihr auch gleich. Und zwar habe ich den ein klein wenig verkleinert, den Freund. Und ja, ich wollte mich treffen lassen. Einfach um ein bisschen cool zu wirken und so. Das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Doch. Und jetzt. Stirbst du? Ja, du stirbst. Danke. Schön, dass wir einer Meinung sind. Und jetzt muss ich gucken. Und wui! Wow. Der Sprung war so legendary. Den hätte ich eh selber nicht bekommen. Ah, jetzt frisst das einfach mal ein schönes Loch hier in den Weg. Hier natürlich auch. Und ich merke gerade, meine Zeit läuft ab. Komm schnell her.
Komm her! Ich hab keinen Bock! Da kommt er ja. Und jetzt durch. Durchziehen. Oh, wisst ihr, wer ist nicht abgestürzt? Aber noch haben wir es nicht geschafft. Noch ist ein bisschen Zeit übrig und ich bin zu dumm, da drauf zu springen. Alles klar. Münzen! Münzen! Geld! Geld! Muss ich gerade so betonen wie Marcel? Ja, muss ich, und ich habe eine 6-6. Oh mein Gott. Die Zahl, ey. Aber ey, ich beschwere mich nicht, ich krieg dafür Punkte, also von daher. Aber leider habe ich schon ein Haus, von daher bringt es mir leider nichts. Aber egal. So, damit würde ich sagen, haben wir es jetzt schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen, auch wenn es ziemliche Schnittarbeit war für mich. 3 Stunden für das Ganze mit dem Editor, wen es mal so interessiert. Und ich hoffe, es ist in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.